Ein Neubau hinter historischer Fassade in einem beeindruckenden Baudenkmal. Erbaut in Erfurt, einer Stadt, die auf eine stolze Geschichte blickt und in eine vielversprechende Zukunft. Das Malzquartier ist einzigartig, so wie die Stadt selbst, die im 8. Jahrhundert gegründet wurde und mit ihren rund 215.000 Einwohnern heute vitaler ist als je zuvor. Bereits im Spätmittelalter zählte Erfurt zu den größten und prächtigsten Städten Deutschlands. Doch wer die thüringische Landeshauptstadt heute besucht, taucht nicht nur ein in mehr als 1200 Jahre Geschichte. Er erlebt auch eine moderne Metropole, die seit Jahren wächst und gedeiht. Erfurt liegt in der Mitte Deutschlands und ist von überall gut erreichbar. Seit der Öffnung der ICE-Strecke von Berlin nach München ist die Stadt einer der wichtigsten Knotenpunkte der Bahn. Zahlreiche Unternehmen haben sich hier angesiedelt und ergänzen etablierte Branchen wie den Maschinen- und Anlagenbau. Neue Arbeitsplätze entstanden im klassischen Mittelstand und der Medien- und Kreativwirtschaft. Daneben setzt die Stadt auf innovative Zukunftstechnologien wie Mikrosystemtechnik, Photovoltaik oder Logistik. Heute arbeiten in Erfurt mehr als 140.000 Menschen in über 14.000 Unternehmen. Weil die Wirtschaft wächst, wächst auch der Wohlstand. Ein Indikator dafür ist das städtische Bruttoinlandsprodukt, das sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdreifacht hat. Da wundert es nicht, dass es immer mehr Menschen hierher zieht. In den vergangenen 10 Jahren hat Erfurt über 12.000 neue Einwohner gewonnen. Und bis 2040 kommen laut Prognose noch einmal 20.000 dazu. Das hat Folgen, auch für den Immobilienmarkt. Die Leerstandsquote liegt bei unter 2%. Die erzielten Mieten haben sich in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Erfurt setzt auf Bildung und damit auf Zukunft. Rund um Universität und Fachhochschule haben sich diverse Forschungseinrichtungen angesiedelt, darunter das Fraunhofer Institut und das Forschungs- und Industriezentrum Erfurt Südost. Gerade junge Menschen finden hier eine attraktive Mischung aus beruflicher Perspektive und Lebensqualität. Denn Erfurt ist bunt, weltoffen und bietet viel Kultur. Dafür sorgen das Theater mit philharmonischem Orchester, zahlreiche Galerien und Museen. Nur 250 Meter von der Altstadt entfernt, in der Krämpfer Vorstadt, liegt das Malzquartier. Der Stadtteil erinnert mit seinen zeitlos schönen Gründerzeitstraßen an den Prenzlauer Berg in Berlin und hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Wohnquartier für Familien entwickelt. Und genau hier entsteht ein neues, architektonisch beeindruckendes Ensemble zum Leben und Wohlfühlen. Das Malzquartier, ein Neubau hinter historischer Fassade. Im Jahr 1885 als Malzfabrik Wolf erbaut, wird der Komplex jetzt in eine neue Zeit versetzt. Die denkmalgeschützte Fassade bleibt dabei vollständig erhalten. Mit seinen beiden großen Querriegeln wird das Malzquartier ein architektonisch faszinierender Mix aus Gründerzeit und Backsteinexpressionismus. Malzquartier, das heißt modernes Wohnen in einem außergewöhnlichen Baudenkmal. Ruhig und doch zentral gelegen. Im Inneren entstehen 275 moderne Wohnungen, eine Tiefgarage mit 122 Stellplätzen und 14 Gewerbeeinheiten. Auf bis zu 7 Etagen trifft authentische Industriearchitektur auf modernen Wohnkomfort. Alle Wohnungen sind mit Parkettboden und Einbauküche hochwertig ausgestattet. Zu Fuß sind es nur wenige Minuten in die Innenstadt mit ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten. Nicht ohne Grund kommt die Studie Vitale Innenstädte zu dem Ergebnis, dass Erfurt eine der attraktivsten Städte Deutschlands ist. Das liegt nicht nur am beeindruckenden mittelalterlichen Stadtkern. Kaum eine andere Landeshauptstadt bietet so viele Grünflächen und Möglichkeiten für Freizeit und Erholung. Und zum Durchatmen. In Erfurt, einer Stadt, die mit Stolz auf ihre Geschichte blickt und in eine vielversprechende Zukunft.
die lebenswert ist, charmant und dynamisch. Und in deren Herzen das Malzquartier entsteht, mit modernen Wohnungen hinter historischer Fassade.